Bist du zwischen 14 und 16? Oder haben Sie eine Tochter oder Enkelin in diesem Alter? Dann aufgepasst! Sie kann Königin werden, und zwar österreichische Technik-Queen. Wie? Das erfahren Sie jetzt. Bereits zum vierten Mal suchen die OMV Österreichs Technik-Queen. Mädchen zwischen 14 und 16, die sich für Technik begeistern. Gemeinsam mit den Partnern Siemens Österreich, Borealis, Microsoft, ÖBB und RHI rückt man die technische Karriere für Mädchen ins Blickfeld. Man will den Frauenanteil bei technischen Fachkräften deutlich erhöhen. Denn ich bin davon überzeugt, dass die wertvollste Ressource, die wir in unserem Land haben, die Geisteskraft der nächsten Generation ist. Bei uns zeigt sich ganz eindeutig, die Qualifikationen sind da, die Begabung ist da, die Leistungen werden erbracht und wir fördern daher auch die Frauen bei uns im Betrieb. Für uns im Unternehmen ist allen klar, dass wir mehr Frauen in technischen Berufen brauchen. Wir haben damals eine große Studie auch gemacht mit Sora gemeinsam und da war einfach klar, man muss was tun, damit mehr Frauen in technische Berufe einsteigen. Wir arbeiten von den verschiedenen Ebenen im Kindergarten schon. Und die Technik Queens war einfach eine Idee, die wir gerade für die Zielgruppe 14- bis 16-Jährige uns überlegt haben. Und das hat gut gepasst für alle. Bei der österreichischen Industrie herrscht Fachkräftemangel. Derzeit ist nur etwa jede sechste technische Fachkraft weiblich. Wenn man sich das in der Gesamtbevölkerung anschaut, das ist einfach zu wenig. Frauen haben dieselben Fähigkeiten wie Männer, was technische Berufe angeht. Wir haben es heute auch gehört, es geht nicht darum, irgendwelche schweren Lasten irgendwo hin zu transportieren, sondern ich muss ein Verständnis von Technik haben, ich muss meinen Job beherrschen und dann kann ich es genauso gut als Mann oder als Frau. Diese Aktion begeistert nicht nur die Mädchen für die Technik, sie schafft auch neue Perspektiven bei der Berufswahl und hilft der Gesellschaft und der Wirtschaft. Es ist vielleicht schon so, dass viele denken, ja, wenn man sich eben bewirbt bei einem, also wenn man ein Bewerbungsgespräch hat zum Beispiel, dass es dann vielleicht ein bisschen komisch ist, wenn dann ein Mädchen oder eine Frau kommt. Aber ich glaube, es kommt dann letztendlich aufs Können an. Und wenn man einfach besser ist als jemand anderer, egal ob das jetzt noch eine Frau ist oder ein Mann, ich glaube einfach, dass da heute nicht mehr so wirklich drauf geachtet wird. Technik fasziniert. Das will diese Initiative den Mädchen beweisen. Wenn Sie meinen, ob die Talente oder die prinzipiellen Neigungen gleich sind, das glaube ich auf jeden Fall. Die Gesellschaft sieht Technik noch immer als Männerdomäne und die Statistik gibt ihr leider recht. Sie wollen ja gemischte Arbeiten, das heißt Männer und Frauen in technischen Berufen, ein gemischtes Team. Meine Erfahrung ist, dass gemischte Teams besser funktionieren, dass die produktiver sind, dass die mehr erreichen. Das Arbeitsklima in diesen Teams, in diesen Gruppen ist einfach besser, die Kreativität steigt und die Lösungsorientierung steigt und dadurch sind diese Teams erfolgreicher. Auch in der Technik soll es gleiche Rechte und gleiche Chancen geben. Und mehr Mädchen sollen sich für Technik begeistern. Es ist schon auch so, dass man eben durch Technik-Wins einen großen Einblick in die technische Welt bekommen hat und das auch wirklich interessant ist. Eine Anmeldung zur Challenge 2016 ist noch bis 21. März möglich. www.technikqueen.at